Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, ich bin wieder mal in Kroatien, bei schönem Wetter, T-Shirt-Wetter. In diesem Moment habe ich mit einem Bekannten gesprochen. Es schneit in Deutschland, nicht überall, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Also wir haben jetzt hier, ich denke mal, gefühlte 25 Grad, wenn kein Wind ist, so wie jetzt. Aber es müssten so 20, 22 Grad sein. Das ist auf jeden Fall T-Shirt-Wetter. Ja, die Saison hat ja jetzt gestartet. Viele Mobile-Häuser werden startklar gemacht, werden sauber gemacht. Und es wird noch gebaut. Ja, der eine oder andere ist noch einen Kamin gebaut, dann noch eine Terrasse gepflastert, Außenduschen werden gebaut, Boote werden in Ordnung gebracht. Und bevor ich aber auf mein Hauptthema komme, da wollte ich nämlich was zu sagen. Und zwar Hauptthema ist nochmal Camp Paradiso heute. Wir haben Plätze frei im Moment noch. Die Saison geht jetzt aber los. Man sollte sich das gut überlegen, wo man in Kroatien hinfährt. So, und dann bin ich gefragt worden per E-Mail, ja, von einigen Interessenten oder Kunden. Hey Guido, habt ihr eigentlich bei GNSTV Partnerbetriebe ein eigenes CAN-Bus-System? Tja, ja, die kam jetzt dreimal, die Frage. Und da habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, du machst eh heute ein Video, beantwortest du die Frage mal. Wem das interessiert, der bleibt bitte dran. Da werde ich gleich noch ein paar kurze Worte zu sagen. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber zu meinem Nachbarn. Apropos Nachbarn, man kann ja nur einen Nachbar haben, wenn man ansässig ist. Und das bin ich ja jetzt hier. Ich habe mit meinem Tandem-Achser-Wohnwagen habe ich jetzt eine feste Parzelle bekommen. Das hat sich im Winter so ergeben. Die hat man mir angeboten. Die fand ich jetzt auch vom Standpunkt her gut, vom Ort her gut. Ja, mit ein bisschen mehr Blick sogar. Ja, also ich bin da mal sehr zufrieden. Ich habe mich immer wohl hier gefühlt. Und jetzt werden, oder bevor jetzt einige fragen, ja, hast du jetzt endgültig dein Wohnmobil eingetauscht? Nein, das Wohnmobil habe ich, steht auch zu Hause. Das kommt auch gleich nochmal ins Bild. Das gehört nämlich auch zum Thema CAN-Bus-System. Ja? Und also Wohnmobil steht zu Hause. Da werden wir weiter mitreisen. Und ja, hier habe ich jetzt einen festen Stellplatz. Das hatte ich ja schon erwähnt. Da bin ich dabei, eine Außenküche zu bauen im Moment. Hält natürlich ein bisschen auf, aber ich will das ja auch ordentlich machen. Ich hatte euch ja auch in einem Video von vor ein paar Wochen versprochen, euch neues Kochequipment zu zeigen für den Camper. Das kommt natürlich. Das habe ich zugesagt. Das werde ich natürlich auch machen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Alois. Das ist mein Nachbar. Aus Österreich kommt er. Der ist nämlich auch dabei, sein Mobile-Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Sein Boot, da war, glaube ich, eine undichte Plane. Da war auch ein kleines Problem. Und sein Quad, da war eine Batterie kaputt. Jetzt über den Winter bei langen Standzeiten leider nicht zu vermeiden bei Bleibatterien. Ja, da gehen wir jetzt mal hin und dann hören wir mal, was der zu sagen hat. Und da bin ich auch wieder da mit unseren Themen. Also, bis gleich. Hallo Alois. Hallo, Guido. Ha? Alles paletti. Hast du dein Enkelchen mitgebracht? Ja. Sehr schön. Wie heißt du denn? Ist auch ein bisschen schön. Übliche Reaktion, ganz genau. Ich heiße Tobi, das Boot. Ah, okay. Na, guck mal, können wir alle lesen. Alles klar, Alois? Alles klar. Du machst Frühjahrsputz. Ja, Frühjahrsputz. Und ja, ich habe gerade unseren Zuschauern schon erklärt, dass so einige hier jetzt wieder loslegen, Saisoneröffnung, ja, ja, alles sauber machen, ja, ja, und dann können wir wieder aus dem Vollen schöpfen. Dann starten wir wieder. Ja, genau. Ich meine, du hast ja einiges an Spielzeug, das muss auch gewartet werden. Habe ich dir nachgemacht. Ja, nee, also, dann frohes Schaffen. Ja. Hast du irgendwas Besonderes dieses Jahr, was du sonst nicht gemacht hast, oder hast du irgendwas Neues vor? Wir haben noch vor, vielleicht einmal 3-Tagestour mit dem Boot. Super. Das ist geplant. Ja. Aber schauen wir mal. Super Idee. Alles klar. Super Idee. Das mache ich dir danach. Ja, ja. Okay? Wann kommt dein Boot? Ja. Also, die wollen auch nicht so, wie ich will. Ja, ja, ja.
Ich danke dir fürs Gespräch. Wir sehen uns auf dem Wasser. Danke auch für die Aufnahme. Ciao. Wir sehen uns am Wasser. Ciao. Ja, danke Alois für das kurze Gespräch. Der ist immer sehr informativ und beantwortet mir immer meine Fragen. Das finde ich immer toll. Ja, ich blende nochmal unten rum am Wasser, am Eingang vom Camp Paradiso, blende ich nochmal ein paar Bilder ein. Die lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen. Da wird auch einiges gemacht noch. Da entsteht noch ein kleines, ja, wie sieht man, Food-Restaurant, so ich habe mal so nennen, aus zwei Teilen. Einmal die Küche mit Terrasse und dann nochmal eine extra Terrasse am Wasser. Finde ich ja nicht so verkehrt. Ja, also hier gibt es hier, glaube ich, nur einmal. Und ja, da kommt jetzt was Neues hinzu. Finde ich immer gut, dass man da sich auch weiterbildet hier und diese Dinge tut, denn das hat hier noch gefehlt. Essen und Trinken war in dieser Bucht hier immer Mangelware. Also ich meine jetzt auswärtig, Restaurant und so weiter. Ja, deswegen baue ich auch meine Küche. Die zeige ich euch aber später, dann mache ich ein extra Video drüber. Ja, also ich nehme jetzt hier mal Platz, denn ich, bevor ich jetzt auf das Canbus-System komme, ja, dann, was hat Canbus-System mit Camp Paradiso zu tun? Eigentlich nichts, aber dennoch doch einiges. Also, ich würde hier vorsprechen, was Camp Paradiso angeht. So wie ich das gehört habe, sind die Plätze schon, naja, ganz gut gebucht. Wer so jetzt hier Bock hat, oder jetzt, wer im April noch keinen Plan hat, der kann gerne hier hinkommen. Ja, soll ich sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ja, das hat mich immer sehr fasziniert an diesem Platz. Sicherlich stehen jetzt hier Chalets, die haben hier früher nicht gestanden. Ja, hier steht in jeder Ecke ein Boot rum. Ja, mein Gott, das ist halt so. Das ist aber, wenn ich mir die anderen Plätze so angucke, noch viel schlimmer. Da hast du mal, ich sag mal, 50 Meter zwischen einem Chalet und dem anderen. Ja, guck dir das an. Und du hast hier deine Ruhe. Ja, so ist das bei den Stellplätzen für Wohnwagen. Oder hier, gut, ist noch eine halbe Baustelle, aber guck mal, da ist jetzt keiner, wo du drauf guckst, und so habe ich das gemeint mit hier ist die Welt noch in Ordnung. Also, wer da Bock drauf hat, der kann zum Camp Paradiso kommen. Ich blende mal meine E-Mail-Adresse ein und die Telefonnummer von Mario, den können Sie dann direkt anrufen. Ja, und ja, vielleicht sieht man sich ja, ich werde jetzt noch bis Ende Mai hier bleiben. Dann fahre ich zur Abenteuer Allrad, ganz wichtig. Da bin ich ja letztes Jahr angefixt worden, was dieses Allrad-Ding angeht. Jetzt habe ich schon zwei Stück. Und da werden wir uns dieses Jahr wieder treffen mit allen GNSTV-Partnern, ja, mit Kunden, mit Ausstellern, mit allem drum und dran. Aber bis dahin habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Meine Partner haben gut zu tun. Und ja, da würde ich sagen, Abenteuer Allrad, wer da Bock drauf hat. Ja, wir stehen natürlich im Außengelände, die vier Tage, wie letztes Jahr auch. Da, wo die ganzen Verrückten stehen, da stehen wir mit bei. Da wird abends gefeiert. Ich sage ja immer, ess was Gutes, trink was Gutes, das wird damit sicher auch passieren. Ja, und wer Lust hat, Camp Paradiso zu kommen, beeilt euch, dann sind die Plätze weg, kann ich da nur sagen. Ja, also, ich bin angeschrieben worden. Guido, habt ihr denn auch ein eigenes Canbus-System? Ja, muss wohl irgendeiner, hat wohl irgendwas, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich beteilige mich auch an diesen Gesprächen nicht mehr. Aber wenn ich so konkret gefragt werde, und wenn das natürlich auch für die Partner gut ist, ja, und wenn ich irgendwas zu erklären habe, was man vielleicht da draußen nicht richtig versteht, dafür bin ich ja da und das mache ich natürlich gerne und dann mische ich mich natürlich auch mal ein. Also, wir haben ein eigenes Canbus-System schon seit Jahren. Ein ausgereiftes Canbus-System. Ich kann sogar dieses Canbus-System zu einem bestehenden Canbus-System dazu bauen. Ja, ja, da gehen ja die Meinungen auseinander. Das ist auch gut so. Damit, wie gesagt, ich beteilige mich da nicht mehr dran. Und zwar von Victron. Wir haben das komplette Victron-System im Programm, auch den ihr Canbus-System, die ganze Vernetzung. Und was hat das jetzt mit Camp Paradiso und mit meinem Wohnmobil, was zu Hause steht, zu tun? Das ist ganz einfach, Leute. Ich erkläre es mal in der Praxis. Da wird ja so viel gequatscht und so viel Blödsinn auch. Ja, da stellen sich mir immer die Haare auf, wenn ich das sehe. Ja, gut, okay, das bleibt auch so, weiß ich, das ist auch gut so. Mir soll er doch real sein. Aber ich zeige euch jetzt mal,
Wir haben sogar die Möglichkeit, einen fremden Artikel in unser nachher eingebautes ganzes CAN-Bus-System einzubinden. Ja? Und zwar müssen wir das bestehende CAN-Bus-System, wo dieses neues Wohnmobil ist und altes Wohnmobil ist, müssen wir nicht entfernen. Wir können das dazu bauen. Und wir können das auch so machen, dass die sich untereinander nichts tun. Ja, die tun sich nicht weh. Ja, die sind auch nicht böse aufeinander, sondern die arbeiten miteinander. Das geht, Leute, das geht. Ja, man hört ja immer nur, muss mal rausreißen, das müssen wir ja nochmal, alles gut. So, also wir müssen das nicht, wir machen das, wir fangen das auch erst gar nicht an, wir reißen nichts raus. Ich erinnere euch an mein Monster. Mein Monster hat von Hause aus vom Hersteller ein CAN-Bus-System. Das war natürlich, wie ich das Auto gekauft habe, war der 8 Jahre alt, war das natürlich in die Jahre gekommen. So, nochmal von Victron, ihr kennt die Filme alle, haben wir das CAN-Bus-System dazu gebaut. Ja, und zwar ein Beispiel, Frischwassersensor. Ja, Frischwassersensor, wenn er 8 Jahre alt ist, aus dem Baujahr hat er sich schon mal verabschiedet. Oder mein Fäkalientank, der war immer voll. Ja, selbst wenn er den leer gemacht hat, das war der immer voll. Solche Dinger kennt er bestimmt, gehen irgendwann mal kaputt. Ja, so baut man hier Grills. Da bin ich mal gespannt drauf. Da wir aber das Victron-System nutzen und das auch untereinander vernetzbar ist, da wir eine App-Steuerung haben, wir haben ein VRM-System, ja, und können auch Fremdartikel einbinden. Das ist das Beste dabei. Wenn ich also, ich sag mal, weiß ich nicht, einen Ladebooster habe von einer X Firma X und ich bekomme ein Victron-System eingebaut mit einem VR-Zugriff oder mit einem App-Zugriff oder Display, Geekstouch, ja, alles möglich, kann ich das einbinden, das ist der absolute Knaller und das ist kein Hexenwerk. Leute, das ist kein Hexenwerk, da muss man doch nicht unbedingt neu programmieren oder da müssen wir jetzt eine neue Software, das ist alles Blödsinn. Das alles bauen wir mit ein, ja, vernetzen das, Punkt. So, und jetzt zeige ich euch mal, wo es drum geht. Wir haben noch vor einigen Wochen, haben wir doch den neuen Votronic Standby Charger Pro vorgestellt, ja, der alles automatisch macht. Den habe ich ja in meinem Wohnmobil drin, wie der rauskam, haben wir den sofort eingebaut. Und der ist jetzt in dem neuen CAN-Bus-System von Victron mit eingebunden. Ich blende euch mal ein Foto ein oder ein Screenshot, den ich gemacht habe. Da sieht man deutlich, dass die vorhandene Lithium-Batterie, die in meinem Wohnmobil ist, geladen ist, welchen Zustand die hat, welche Spannung die hat. So, und die Starterbatterie, die ja der neue Lader automatisch bedient, auch wenn er nicht da ist, der hat natürlich auch eine Anzeige und die wird natürlich mitgezeigt. So, und ich habe die auf 12,7 Volt Spannung programmiert. Ja, und wenn er jetzt genau hinguckt im unteren Bereich, werdet ihr sehen, die Batterie hat ständig 12,7. Weil steht ja auch draußen mein Fahrzeug, den habe ich mit Solar bedient, beziehungsweise die Solaranlage bedient natürlich meine Lithiumbatterie und die Lithiumbatterie bedient diesen neuen Charger und der bedient wiederum meine Starterbatterie. Also so ein Fiasko wie jetzt im Februar, wie ich nach Hause kam, wie da gar nichts mehr ging. Und dadurch, dass ich das ganze Grundstück voll ADAC-Fahrzeuge stehen hatte, ist ein für alle Mal vorbei. Ja, gut, das ist das eine. Das andere ist, ja, wir haben ein eigenes CAN-Bus-System. Und nochmal, Leute, das ist ein ausgereiftes System. Da gibt es eine lange Garantiezeit drauf. Da gibt es einen, ja, wenn ich jetzt sage, weltweiten Service, dann lachen wieder einige Leute. Ist aber so. Das ist aber so. Du kriegst das in Amerika und du kriegst das in Europa. Ja, gut, jetzt fahre ich nicht durch New York mit dem Wohnmobil. Ja, mache ich vielleicht irgendwann mal, aber ich bleibe eigentlich in Europa, wie die meisten von uns. So, dann habe ich da in jeder größeren Stadt oder in jedem Land und auch im Baumarkt und keine Ahnung wo einen Ansprechpartner, einen Servicepartner, einen Garantiepartner, ja, der mir bei einem Problem hilft. So, und deswegen haben wir uns damals dafür entschieden, das ist nur wie bei unseren Batterien. Wir haben keine eigens hergestellte Batterie,
sondern wir haben eine, die von einem deutschen Hersteller kommt, die für uns vom Kernbussystem umgeswitcht ist. Die hat 8 Jahre Garantie und das ist die GNSTV-Batterie. Ganz einfach. So. Und ich kann, was die Garantie angeht, immer auf den Hersteller zugreifen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn ich mich jetzt entscheiden würde für eine Batterie oder für ein Kernbussystem, dann gucke ich immer, wie viel Garantie habe ich da drauf. Ja? So. Wenn ich einen großen Konzern habe, brauche ich da gar nicht nachfragen. Habe ich aber so eine kleine Klitsche, ja, dann fange ich natürlich an zu fragen, wie komme ich denn an die Garantie, wenn hier mal irgendwas ist? Dann kriegst du immer die gleiche Antwort. Das wird nie dazu kommen, weil unsere Geräte gehen nicht kaputt. Ja, und wenn, kriegst du das natürlich sofort ausgetauscht. Das ist auch immer das Gleiche. Ne? Das ist aber viel Blabla mit nichts dahinter. Das habe ich nicht und da habe ich auch keine Lust drauf. Und deswegen haben meine Partner und ich ein System mit einer riesengroßen Garantie. Ja? Und vor allen Dingen funktioniert er doch noch. Ja, ich verweise da immer wieder auf die Systeme, die ich in meinem Wohnmobil habe. Jetzigen Wohnmobil ist nämlich wiederum genau das Gleiche. Da habe ich sogar einen Fernzugriff drauf. Ja, Monster habe ich das schon gehabt. Im Charisma, in meinem Lieblingscharisma habe ich das schon gehabt, wer sich daran erinnert. Und das ist auch schon ein paar Jahre her. Also, wir haben das schon ein paar Jahre im Programm. Und ja, wer sich da mal informieren möchte, der kann gerne übers Kontaktformular meine Pachter kontaktieren und sich da mal beraten lassen, eine Bedarfsanalyse machen lassen und auch ein Angebot kriegt man da auch, ja. Und dann ist man da eigentlich ganz gut bedient. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt das mal in die Kommentare, dann beantworte ich das noch, ja. Da gibt's sicherlich immer Dinge, die auch am Rande wichtig sind. Ich baue jetzt noch ein bisschen weiter an meiner Küche rum. Der Grill ist nämlich auch fast fertig. Ja, damit das auch hier heißt, in den nächsten Wochen, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Bis zum nächsten Mal. Euer Guido von GNSTV.